Ja, und natürlich. Liebe Aare, unsere CAD-Modelle präsentiere. Ja. Das freut und es freut mich auch, dass ich ein paar Neuheiten zeigen darf und mal einfach den Eindruck geben, dass alles, was hier steht, Maßstab 1:87 ist, dass wir unsere Modelle vom Bagger, 20 Tonnen Bagger, so wie sie in der Straße finden, bis unser 600 Tonnen Bagger, den sie nicht direkt auf der Straße finden. Das ist für den Tagebau. Darf ich den mal kurz in die Hand nehmen, Klaas? Ja. Den haben wir beim vor 2 Jahren auf dem Sommerfest, haben wir den mal präsentiert und wir haben auch ein eigenes Video zu dem Modell gemacht. Das ist schon ein Brummer, der ist auch echt schwer und mega detailliert. Es ist alles umgesetzt. Da ist da, glaube ich, noch der Fahrer ist auch noch mit dabei, ne? Der Fahrer ist auch noch mit dabei, der liegt auch noch in der Verpackung, also ist perfekt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Heute ist auch gut warm, aber lieber so als Regen. Genau, wie vor 2 Jahren. Aber da haben wir das ja auch gut gemacht in unserem Live-Shopping. Da hast du ja auch deine Produkte vorgestellt. Und wie man hier sehen kann, die Produktpalette Caterpillar, wer sich dafür interessiert, ist bei uns genau richtig, denn wir haben alle Produkte in 1:87 natürlich im Angebot oder im Sortiment. Oder ist auch bei euch natürlich richtig. Ne? Also die Produkte von Diecast Masters, alles, wie der Name schon sagt, Diecast, alles Metall, kein Plastik. Also natürlich die paar Plastikanbauteile habt ihr schon. Ne? Hängt ein bisschen davon ab, aber zum Beispiel bei dem großen 6060 Bagger sind auch die Anbauteile oder das Geländer und so weiter. Alles aus Metall. Alles Ätzteile oder Diecast? Das ist Kupfer gelötet. Ja, also Wahnsinn, super detailliert. Was man alles aus so einem Bagger rausholen kann. Mein Lieblingsprodukt, mittlerweile haben es wahrscheinlich schon fast alles, der Zwei-Wege-Bagger. Ja, da haben wir auch ein tolles Video gemacht. Ich glaube, das ist bei uns das Video mit den besten Zugriffszahlen, also mit den höchsten Zugriffszahlen. Und wir haben auch, wenn ich das so sagen darf, wir haben auch Tonnen davon verkauft. Es war einfach ein geniales Produkt, hat so in der Detaillierung und natürlich von der Art und Weise nie jemand umgesetzt. Ja. Und wir haben das Modell jetzt auch, das ist inklusive für den Eisenbahnbau typisch 2 Schalengreifer und wie in Deutsch weiß ich, Tramper. Ja. Ich weiß im Moment deutscher Name nicht. Das Modell ist auch in Safety Yellow, also Sicherheitsgelb, aus der Begründung, dass dafür sind sie in Europa auf der Bahn zugelassen. Dass alle Maschinen von uns sind weiter in Caterpillar-Gelb, mit Ausnahme von den 2-Wege-Bagger. Den haben wir auch in Safety. Das ist zum 2-Wege-Bagger. Ich würde ganz gerne auch hier die CAT D5 noch mal kurz vorstellen. Das Besondere an diesem D5 ist, dass die ein Klappschild vorne hat. Und das Klappschild ermöglicht, dass das Modell auch wirklich als Beladungsgut auf der Bahn eingesetzt werden kann. Diesmal ramponieren sie nicht den Tunnel oder sie nicht alle Posten werden abgemäht. Der bleibt schön stehen. Dann möchte ich ganz gerne auf die 2 Neuheiten, die wir hier haben, ganz hinten in der Ecke, unsere 95-Tonnen-Bagger, der K395 in zweierlei Variationen. Man merkt schon den Unterschied zu dem, vielleicht sollte man den 2-Wege-Bagger kurz da, oder den 20-Tonnen-Bagger da dazu stellen. Ich möchte nur mal kurz den Unterschied, gleicher Maßstab, 95-Tonnen-Bagger sagt schon was. Wir haben das Modell in zweierlei Ausführungen. Das ist einmal the Mass Excavation, also Großaushub mit großem Löffel. Oder wir haben das Modell, was die GP-Version, General Purpose, allgemeiner Einsatz, wobei der Löffel dann ein bisschen kleiner ist. Und aber dann gibt es 2 Anbauteile, einmal der Hammer und einmal die Schere, damit, oder Pulverizer mit dazu. Unterschied weiter ist, dass die Ausleger noch unterschiedlich sind. Also wir reden wirklich von 2 verschiedenen Modellen. Nicht mal einfach eben eine kleine Abweichung.
weiter neu gekommen ist hier die Kohlevariante von dem CAT6060, hauptsächlich im Einsatz im Original in Australien. Aber wenn es da interessant ist, dann greifen wir gerne zu auf den Modellen. Ja, wie ihr seht, da habe ich mir ganz kurz schon vorab vorgreifen. Der liebe Klaas hat hier über Sonderpreise drauf gemacht. Die zählen nur hier auf dem Sommerfest. Die gibt es online nicht. Das ist eine von den Aktionen, wovon die Menschen profitieren, die halt hier vor Ort sind. Das nur schon mal vorab. Ja, genau. Und wir haben ein bisschen was bei uns dabei. Ja, also wir haben eh immer alles eigentlich von euch lieferbar. Aber du hast nochmal sicherheitshalber was mitgebracht. Ja. Vielen Dank da. Und dich sehen wir morgen auch noch, ne? Morgen. Auch 11 bis 18 Uhr. Ja, sehr schön, da ist der Klaas auch wieder dabei. Okay. Lieben Dank dir, Klaas. Na, schön, dass du da bist. Danke für die Zeit. Ja.